Hi Leute, willkommen beim neuen Video von mir. Diesmal die Novel Leech Go X No West for the Wicked. Und dann schauen wir mal, wie die Performance ist auf 720p, auf 1080p, auf 2K. Und dann werde ich euch alles erläutern und ja, seid gefasst, ich zeige euch was, okay? Wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. So, hi Leute, da bin ich wieder. Also wir sind jetzt auf 720p. Man sieht sogar ganz gut, wir sind auf Leistung. Ich teste alle Games auf Leistung immer, also nicht wundern. Und ja, was soll ich noch zeigen? 1280 mal 800, genau. Rahmenüberwachung ist aus, das funktioniert nicht immer. Hier hat man die FPS. Er zeigt jetzt im Moment 61 FPS an. Ich versuche mal da ein bisschen schärfer zu machen. Ich hoffe, man sieht es. 61 FPS. Die Einstellungen sind wie folgt. Ich zeige es mal kurz. Einmal weg. Also ich habe jetzt auch da nichts geändert. V-Sync ist auch... Ich mache V-Sync immer an. Ich weiß nicht, warum das immer aus ist. So. Ja, Moment, ich muss eins rüber. So, jetzt sind wir auf Grafik. Grafik ist auf Qualität, 100%. Hier, man sieht also. Ich habe jetzt auch nichts geändert. Okay. Ich glaube, wichtig ist, dass es auf 1280 gestellt ist. So. Ich starte mal das Spiel und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und gleich vorweg, es ist ein Early Access Titel. Das heißt, man hat Soundausreißer. Und die FPS droppen manchmal auch runter, auch bei High-End-Grafikkarten wohlgemerkt. Wir haben jetzt gerade, ich weiß nicht, ob man sieht, 33 FPS. Ich versuche mal da ein bisschen schärfer zu stellen. 33 FPS haben wir gerade im Moment. Auf 720p wohlgemerkt, ne? Jetzt ist es runter auf 10 FPS, auf 15 FPS, 23 FPS, 32 FPS. Ja, ihr seht, oh, worauf das hinausgeht. Und das wollte ich eben sagen, es ist doch ein Early Access Titel. Es kann sein, wenn es aus dem Early Access rauskommt, dass es halt dann auch ein bisschen spielbarer wird. Also auf meiner 6900 XT ist es spielbar, aber ich habe halt auch solche Drops. Solche FPS Drops und solche Soundaussetzer. Das ist normal, also da braucht ihr euch da nicht wundern. Ihr seht selber, es läuft nicht so richtig flüssig. Wir versuchen jetzt da ein bisschen herumzugehen, damit ich euch ein bisschen was zeigen kann. Da man sieht es immer wieder, oder? Dass man immer wieder Einbrüche hat. Hier, jetzt lädt er wieder nach. 1 FPS. 20 FPS. Man hat immer wieder diese Aussetzer. Die erste Boss habe ich schon gelegt. Ich glaube, bei den Rollen sieht man es auch ganz gut, ne? Und da ist sogar noch ein Gegenstand. Ja. Kann ja nicht genug Platz in meinem Inventar, cool. Ja, ich glaube, man sieht es ganz gut, dass es immer wieder hängt. Jetzt haben wir gerade 40 FPS, 37 FPS. Jetzt hängt es schon wieder komplett. Also, ihr seht schon, worauf das hinausläuft, ne? Und wir sind jetzt gerade mal auf 720p, ne? Oh, das ist schon die Stadt, guck an. Hier in den Zwischensequenzen hängt das ist sogar ganz gut. In den Zwischensequenzen hängt sogar auch. Aber jetzt haben wir jetzt gerade 40 FPS. Also die Soundaussetzer sind normal. Die habe ich auch auf meiner Grafikkarte, wie gesagt. Aber ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt gleich auf 1080p. Also einen kurzen Moment. Hey Leute, da sind wir wieder. So, also gleich vorweg. Wir sind auf Full HD. Sieht man hier, oder? Hier auch auf Auflösung Full HD. Und sonst habe ich nichts eingestellt. Wenn jetzt natürlich jemand sagen würde, jetzt zum Beispiel, ja, wenn es flüssiger laufen soll, dann stelle ich halt die Grafik ein bisschen weiter runter. Aber ihr seht es ja selber, ihr habt keine richtigen Grafikfunktionen, was ihr runterstellen könnt. Qualitätsvoreinstellungen könnt ihr höchstens auswählen, aber das, ja, richtige Grafikeinstellungen gibt es nicht zum Runterstellen. Falls das jetzt jemand glauben sollte. So. Also, jetzt seht ihr es schon selber, wir haben im Menü gerade mal 32 FPS, sieht man das? Das wird jetzt spannend auf Full HD. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, man sieht's. Wir haben 26 FPS auf Full HD. Okay. Ein Slowdown, sieht man gerade noch ein Slowdown. Hier, Bild friert ein. Das geht. Ich muss mal aufpassen auf die FPS. 23 FPS. 11 FPS. 19 FPS. Da ist eine Ratte.
ihr habt selber gerade gesehen, das Kämpfen, wie das jetzt gerade war. Also gegen Ratte, ich habe leider keine Gegner mehr in der Gegend, aber ihr müsst euch das einfach nur vorstellen, wenn er schon so aus, also wegrollt und so weiter. Okay? Wenn er da schon so langsam ist und Slowdowns hat, dann wollt ihr gar nicht wissen, wie das dann im Kampf ist, wenn ihr jetzt einen Kampf sehen solltet. Okay? Also hier, wundert mich, hier hat er stabile FPS gerade wieder. 27, 30 FPS. Also sogar auf einer 6900 XT hat er Slowdowns auch. Natürlich nicht so krass wie hier jetzt. Also hier hat er schon krassere Slowdowns, muss man ehrlich sagen. Es variiert halt jedes Mal. Naja, also Full HD ist jetzt auch nicht wirklich, wirklich besser, muss ich ehrlich sagen. Also, es spielt sich jetzt normal, gerade, muss ich sagen, ja. Aber naja. Ihr habt ja öfter gesehen, man hat schon oft ziemlich viele Slowdowns. Wenn ihr jetzt irgendwo hingeht, in irgendeinem Bereich oder so, hier zum Beispiel jetzt. Das wird jetzt gleich wieder kommen, wenn wir irgendwo anders hingehen. Und ihr müsst euch halt vorstellen, wenn jetzt mehrere Gegner auf euch zulaufen sollten, dann habt ihr vielleicht da schon ein Problem. Was ich auch durchaus verstehe, bei den Soulstrikes muss es eigentlich schon flüssig laufen. Also naja. Also gerade im Moment läuft es wieder flüssig, aber wer weiß. Gerade hält er die 29 FPS. Klar, es ist ein Early Access Titel, es kann sein, dass sich noch einiges ändern wird. Auch von Qualität her, 17 FPS wieder runtergedroppt. In dem Waldmager nicht irgendwie. Wahrscheinlich, weil da viel detailliert dargestellt wird. 13 FPS. Das liegt wahrscheinlich an dem Waldgebiet. Naja, wir testen jetzt trotzdem nochmal 2K. Also kurz Moment. So, hi Leute, da sind wir wieder. Diesmal in 2K. Man sieht es hier, 2K. Und hier Auflösung auch. Okay, FPS haben wir gerade im Moment 26 FPS im Menü. Okay, das wird jetzt spannend in 2K. Also, ruhig gespannt sein. Sonst habe ich nichts geändert, Grafikoption, also ist alles gleich geblieben, ich habe nichts geändert oder sowas. Ich kann es doch mal zeigen kurz. So, hier auf Qualität, ich hoffe man sieht auch alles, spiegelt immer manchmal ein bisschen doof, gebe ich zu. Hier, nichts geändert. Du kannst eigentlich auch nicht viel ändern bei der Grafik, das ist halt das Problem. So, okay, ich gehe kurz rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Hi Leute, so, ich bin wieder da. Seht ihr die FPS oben links? 17 FPS, okay? In 2K. Wohlgemerkt, das ist jetzt wieder dieses Waldgebiet. Ich gehe jetzt wieder nochmal von dem Waldgebiet raus, weil es eigentlich ganz lustig ist. Kurz aufpassen. Wir gehen jetzt in den ersten Bereich rein, wo das Abenteuer halt am Anfang stattfindet. Man sieht es wieder, 15 FPS, 16 FPS, 13 FPS, 14... Oh, man sieht es, also in 2K würde ich jetzt behaupten, ist es eigentlich unspielbar. Wirklich schon unspielbar in 2K. Das ist der Anfangsbereich wieder. Da haben wir 20 FPS, 19 FPS. Also hier wird es sogar laufen im Anfangsbereich. Auch nicht so geil, aber ja. Also würde ich jetzt behaupten, am Anfangsbereich wird es laufen. Aber sobald ihr halt in den Wald reinkommt, ich kann es gerne nochmal zeigen, den Unterschied, das ist halt 20 FPS haben wir, 21. Na, jetzt kommen wir dann wieder ins Waldgebiet rein und da geht's schon los. 15 FPS, 17 FPS, 18 FPS. Oh, man sieht so. 17 FPS, also in 2K ist es eigentlich unspielbar. 720p läuft am besten. Also man kann es auf 720p gerade so spielen. Gerade so würde ich jetzt sagen. Also Leute, ihr kennt mich ja wegen meiner ehrlichen Meinung. Lenovo Legion Go, No Rest for the Wicked. Nein, kann ich nicht empfehlen. Ihr habt selber gesehen, es läuft. Wenn es gut läuft, hast du 30 FPS. Wenn es gut läuft, auf 720p. Und da müsst ihr euch jetzt vorstellen, da waren jetzt auch keine Gegner, wo ich gekämpft habe. Okay, wenn jetzt da noch mehr Gegner sind, dann weißt du sich, wie das herumstockt und so weiter. Also nicht zu empfehlen.
Da wartet ihr entweder, dass es mehr Patches gibt, dass es raus ist aus dem Early Access und dass die Performance besser ist. Das war gerade mal das zweite Gebiet, das Waldgebiet. Wir haben noch nicht mal die anderen Gebiete angeschaut. Wer weiß, was es da für Drops gibt. Also ich kann es leider nicht empfehlen, tut mir leid. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Kommentar. Gerne auch folgen, wie ihr gerne Lust habt. Würde mich freuen. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.